Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video will ich dir zeigen, wie du es schaffen kannst, bei der Rückhand vernünftig und richtig auszuholen, ohne hier zu überdrehen, ohne zu sehr aus der Oberkörperrotation zu kommen. Also viel Spaß, let's go! Wenn dich das Thema Tennis online lernen, online verbessern interessiert, dann abonniere bitte gleich den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und wenn du von mir persönlich gecoacht werden möchtest, dann zögere nicht und trag dich für ein Strategiegespräch auf meiner Homepage ein, meintennisgame.de, und dann reden wir darüber, wie wir dein Tennis aufs Next Level heben. Das Problem bei der beidhändigen Rückhand ist oft, dass Spieler, wenn sie ausholen, zu viel ausholen, zu sehr überdrehen oder aber eben auch hier beim Racket Drop, also wenn sie hier mit dem Schläger runtergehen, zu weit von hier unten kommen und dann eben hier viel zu viel aus der Oberkörperrotation spielen. Und es gibt einige Tricks dazu, einige Übungen, wie man das abstellen kann, wie man eine verkürzte Ausholbewegung ausführen kann. Eine Übung verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Da steht man am Netz, ja, und dann kann man hier nicht so weit ausholen, weil man hier auf jeden Fall ja das Netz im Weg hat. Ich möchte aber heute darauf eingehen, wie man ohne fremde Hilfsmittel, ohne Netz oder irgendwie andere Schnüre oder andere Hilfsmittel darauf achten kann, wie man vernünftig und eben ja kompakt ausholt. Und zwar ist das bei der beidhändigen Rückhand unser linker Arm, unsere linke Hand. Wenn wir ausholen, dann ist das Erste, was wir machen, wir drehen uns hier im Oberkörper. Der Ball kommt auf uns zu und wir drehen uns erstmal. Und ich sage meinen Schülern oft, das reicht erstmal schon. Natürlich reicht es nicht, ja, wenn du dich drehst und du würdest von hier schlagen, würde das natürlich nicht reichen. Sondern du musst natürlich auch, wenn du dich drehst, dann hier den Schläger weiter zurückführen und dann hier von unten kommen. Allerdings, was du nicht machen solltest, ist dich drehen, weiter drehen, immer weiter drehen, Arme hier zurück, im schlimmsten Falle sogar noch beide Arme gestreckt, dann hier überstreckt, sodass du mit dem Kopf hier vorne bist und dann hier viel zu, ja, aus einer viel zu großen Aushol- und Rotationsbewegung herausschlägst. Wie man das abstellen kann, indem man seinen linken Arm, seinen Ellenbogen hier anhebt. Ich zeige das mal. Wenn du ausholst und hier den linken Arm mit hochnimmst, dann verhinderst du, dass du hier hinten überkippst und hier nach hinten ja zu weit ausholst, sondern allein hier durch den linken Arm, zack, wenn ich jetzt in die Richtung spielen will, ja, bin ich hier und kann dann hier runtergehen. Und das wäre auch mein Tipp, dass wenn du darauf achtest, den linken Arm hier hochzunehmen, dass du dann feststellen wirst, dass du gar nicht mehr überdrehen kannst. Mach nicht den Fehler und spiel so. Also streck den rechten Arm nicht durch und dann spiel irgendwie so, sondern ja, es soll natürlich sein. Es soll sich nicht falsch anfühlen, also beziehungsweise es soll sich nicht künstlich anfühlen. Das ist das richtige Wort. Ja, es reicht, wenn du den ein Stück hochnimmst. Du musst ihn jetzt nicht übertrieben hier so hochnehmen. Aber wenn du mal darauf achtest, wie zum Beispiel Alexander Zverev ausholt, ja, der kommt hier sehr hoch mit dem Ellenbogen und dann kommt er hier aus dieser Schwungbewegung. Genauso auch Djokovic, wenn er hier zurückgeht, nahezu alle Beidhänder, die Weltklasse Beidhändig spielen, holen nicht mit gestreckten Armen aus, sondern sind dann eher hier, ja, wenn sie sich hier drehen, dass sie hier leicht den linken Ellenbogen oben haben. Ist im Übrigen auch das Gleiche bei der einhändigen Rückhand. Ja, wenn du mit der einhändigen ausholst, dann ist auch der linke Arm hier oben, denn dadurch verhinderst du, dass der Schläger hier hinten überkippt und du verhinderst eben, dass du hier überdehnst und dich zu weit, ja, in die Vordehnung begibst und dann hier irgendwie aus der Überrotation spielst. Also, der linke Arm, der bei der einhändigen Rückhand nichts zu tun hat, hat eine riesengroße Funktion. Ja, der verhindert, dass wir überdrehen. Der hält unseren Arm hier schön oben. Zack, und dann können wir von hier durchschlagen. Und genauso bei der beidhändigen. Wir holen aus, indem wir hier den linken Ellenbogen ein bisschen nach oben nehmen. Nicht übertreiben, ja, wir wollen hier nicht übertreiben. Und dann verhinderst du einfach, dass du hier bei der beidhändigen Rückhand überdrehst beim Ausholen, sondern dass du hier schön, ja, hier schön kompakt bist. Zack, Safin, Weltklasse Rückhand gehabt. Im Prinzip, das haben alle gemacht oder machen fast alle. Ja, kannst du mal darauf achten, kannst dir ein paar Zeitlupen auf YouTube geben und dann wirst du feststellen, aha, der linke Ellenbogen, der ist leicht oben. Ja, der ist nicht hier am Körper und die sind auch nicht hier weit weg, sondern der ist leicht oben und dann hast du einfach eine kompaktere Ausholbewegung.
Ich hoffe, dir hat das Video helfen können bei deiner beidhändigen Rückhand, bei der Durchführung deiner beidhändigen Rückhand. Und ich kann es nur wiederholen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, Markus von meinem Tennis Game.